Die Frage, ob man Rohstoffe mit COD-Daten besser traden kann, die ist eine sehr, sehr, sehr interessante. Bevor wir jetzt hier in dieses Thema reingehen, allerdings erst einmal noch in dieser Stelle noch einmal der Video- bzw. der Risikohinweis hier für das Video: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das wie immer bitte hier an dieser Stelle zur Kenntnis zu nehmen. Und damit gehen wir einfach mal der Frage nach, kann man denn mit Insider-Informationen besser arbeiten? Die Frage hat jetzt nicht nur was mit dem Handel zu tun, sondern die kann man auch ganz allgemein im, ja, sag ich mal, Leben mit, sag ich mal, einbringen. Es ist ja wirklich die Frage, wenn man bessere Informationen hat, kann man denn dann besser agieren? Ja? Jetzt haben wir ja beispielsweise Winter. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben zwei verschiedene Menschen, die wollen in Winterurlaub fahren. Beide haben Winterreifen drauf, sind also für den Winter vorbereitet. Der eine fährt ohne Schneeketten los, der andere, der informiert sich und der bekommt vom aktuellen Wetteramt oder wen auch immer, er hat vor Ort jemanden sitzen, der direkt da ist und der hat ihm gesagt, du pass auf, die letzte Passstraße, nimm mal besser Schneeketten mit, da liegt so viel, du kommst nicht oben rein. So, das heißt, der zweite Pkw-Fahrer hat andere Informationen. Jetzt stehen beide Pkw-Fahrer vor der Situation ins Auto eingestiegen, in Urlaub gefahren, die stehen jetzt vor der Passstraße. Der eine Autofahrer, der diese Information nicht hatte, hat keine Schneeketten dabei, der kommt die Straße nicht hoch. Der hat natürlich ein Problem. Dem wird es viel, viel schwieriger, sein Ziel zu erreichen. Der andere, der diese Insider-Informationen gehabt hat, der hat Schneeketten einstecken. Was macht der? Steigt aus, macht die Schneeketten drauf, fährt los und kommt ohne Probleme am Ziel an. Das ist eine Insider-Information. Und genau diese Insider-Informationen können wir natürlich auch in anderen Situationen anwenden. Hier beispielsweise auch ganz legal im Rohstoffmarkt. Und vor einiger Zeit hatten wir ja den Martin Görsch hier, der hat meine Urlaubsvertretung gemacht, als ich jetzt kürzlich ein paar Tage nicht da gewesen bin. Und der Martin, der ist ein absoluter Spezialist im Bereich COT-Reports. Er tradet die Rohstoffe halt auch aufgrund dieser Insider-Informationen, die wir da bekommen können. Da wird es im nächsten Jahr auch noch eine intensive Seminarreihe geben, beziehungsweise Webinarreihe. Aber ich möchte an dieser Stelle einfach einmal, weil ich weiß, wir haben viele verschiedene Trader, die hier sitzen und auch verschiedene Ansätze im Trading versuchen umzusetzen, einfach mal ein paar Dinge geben, zu sagen, warum ist es denn gut, dass wir auch im Trading solche Insider-Informationen für uns nutzen, zumal wir die kostenfrei bekommen. Ja? Also hier das Thema Handeln, die Rohstoffe mit Insidern tatsächlich besser oder nicht? Und die Frage ist leicht zu beantworten. Aber wir gehen das Ganze mal Stück für Stück an. Wir schauen erstmal in den Bereich rein, wer sind denn die Insider im Rohstoffbereich? Das heißt, wer hat denn so gute Informationen, dass er den Markt so genau kennt, dass er mit 100%iger Wahrscheinlichkeit deutlich besser informiert ist als wir private Trader und dass er auf Grundlage dieses Wissens mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich bessere Entscheidungen treffen kann als wir. Da gibt es zwei verschiedene Posten. Das sind zum einen die Commercials und die Non-Commercials. Diese beiden Posten gibt es. Und wenn wir schauen auf die Commercials, das sind die, die direkt mit diesen Rohstoffen handeln. Das heißt, das sind zum einen die Produzenten der Rohstoffe, und zum anderen die Verbraucher der Rohstoffe. Diese zwei gibt es. Ne? Nun kann man sagen, naja gut, wenn ich jetzt in den Laden gehe und irgendwas kaufe, was aus einem Rohstoff gemacht worden ist, bin ich ja auch Verbraucher. In diesem Sinne schon, aber in Bezug auf den Rohstoffbereich nicht. In dem Bezug auf den Rohstoffbereich sind die Großverbraucher einfach im Öl beispielsweise die Ölraffinerien. Ja? Das ist einfach, sind Großverbraucher, die brauchen das Öl, die kaufen das Öl und deswegen stehen sie hier auf der Verbraucherseite. Ne? Bei den anderen Rohstoffen, zum Beispiel bei den Edelmetallen, wenn wir da mal auf Silber blicken, da hatten wir heute auch eine genaue Chartbeleuchtung vom Silberpreis in den Handelsideen. Da ist es so, Silber findet zum Beispiel auch in der Elektroindustrie, in der Solarzellenherstellung und so weiter und so fort große Anwendung. Und wenn dort sozusagen die Industrie stark nachfragt, dort die Nachfrage stark nachlässt, dann sind das natürlich Informationen, die den Commercial vorliegen und zwar relativ schnell, relativ zeitnah. Wir bekommen diese Informationen auf diese Art und Weise gar nicht so wirklich mit. Deswegen sind die Commercials ein wichtiger Faktor im Bereich der Insider im Rohstoffsektor. Ne? Das sind also die Commercials, die direkt mit den Rohstoffen zu tun haben.
Auf der anderen Seite, das sind die sogenannten Non-Commercials, also die Nicht-Händler. Ja, und das sind hier in der Regel die großen Spekulanten, zum Beispiel Banken oder Hedgefonds. Diese, sage ich mal, sind deutlich besser informiert, als wir das tun. Und aus diesem Grund kann man deutlich bessere Informationen herausziehen, wenn man diesen Insidern einfach folgt. Und das geht, weil diese Insider sind natürlich ausgabeverpflichtet. Dazu aber gleich mehr. Das heißt, diese, sage ich mal, Insider müssen ihre Werte hinaus in die Welt bringen, und zwar über das sogenannte Commitment of Traders, das heißt der sogenannte COT Report. Bekannt geworden ist das Ganze durch Larry Williams. Der hat übrigens auch ein Buch geschrieben, das kann ich ja hier an dieser Stelle mal ganz kurz zeigen. Sehr, sehr interessant zu lesen, sehr interessante Lektüre, hat mir sehr viel Freude gemacht und sehr viel interessantes Wissen auch gebracht um das Thema COT Report und wie man auch damit umgeht und was man daraus genau lesen kann. Ne? Und Larry Williams hat das Ganze halt in die Welt hinausgebracht, auch uns privaten Tradern sozusagen zugänglich gemacht. Und Williams ist Trader von Rohstoffen mit COT-Daten seit über 40 Jahren. Und wie schon gesagt, der Buchtipp hier, Trade Stocks and Commodities with the Insiders, das ist der Buchtitel. Wen das interessiert, einfach mal im Internet nachschlagen. Das ist relativ leicht zu finden. Und wer das lesen möchte, gerne einfach mal reinlesen. Ist wirklich sehr, sehr, sehr empfehlenswert als Buchtipp. Und was der Larry Williams macht, ist auch das, was beispielsweise der Martin Görsch macht und das, was auch jeder andere tun kann. Die Handelssignale durch die Aktivitäten kommerzieller Handel, die sind häufig sehr, sehr nachhaltig. Und da sehen wir halt, gerade mit Blick auf die Commercials, wann sich hier frühzeitig Trendwenden ergeben. Und das kann man durchaus gut und gerne für das eigene Trading nutzen. Und da bekommen wir diese Daten tatsächlich auch wirklich kostenfrei zur Verfügung gestellt. Man muss einfach nur wissen, wie man damit umgeht. Das heißt, hier blicken wir mal ganz kurz rein in das Thema Commitment of Traders. In diesem Bericht müssen sozusagen die Commercials sagen, was sie tun. Und die Commercials sind halt diejenigen, die direkt mit dem Rohstoff handeln und die beeinflussen natürlich massiv die Preise. Das heißt, ihre Käufe und Verkäufe wirken über den sogenannten Future Price. Ja, das ist wichtig. Und weil das so wichtig ist, gibt es in den USA eine gesetzliche Verpflichtung zur Trade-Aufzeichnung. Das heißt, hier die Aufzeichnungen werden abgerechnet per COT-Berichtszeitpunkt. Und dieser Berichtszeitpunkt ist in der Regel Dienstag um 13.30 Uhr New Yorker Zeit. Und die Informationen, die dort drinnen stehen, die fließen dann sozusagen in den COT-Report ein und werden am Freitagabend immer 21.30 Uhr, auch da in der Regel 21.30 Uhr, veröffentlicht. Für jeden kostenfrei zugänglich und zwar hier unter dieser Adresse. Ich poste diese Adresse gleich auch noch in die Chats rein, das heißt hier auf Facebook und auch auf GoToWebinar. Und dann gehe ich hier im Webinar direkt auch nochmal auf die Seite drauf. Kurzen Augenblick, ich muss nochmal mit Copy-Paste das Ganze eingeben. Das hier. So. Ich hoffe, das hat geklappt. Jawohl, das hat geklappt. Und wir schauen jetzt auch gleich nochmal auf diese Website drauf, um das Ganze hier zu zeigen. Kurzen Augenblick. Die Maus ist verschwunden. Da haben wir es. So, da also. Gehen wir rauf. Und die Seite, die ich jetzt sozusagen zeige, ist die offizielle Seite für die US Commodity Future Trading Commission, also das CFTC. Das ist das, was wir in den Kalendereinträgen auch immer sehen. Und da haben wir hier, wenn wir auf diese Seite gehen, die Commitment of Traders, das steht hier entsprechend, hier steht eine Menge Text und die wichtigen Daten, die man sich hier sozusagen raussuchen kann, stehen halt hier sozusagen die Disaggregated Berichte, also diese diversen Berichte, die wir haben, die können wir hier alle raussuchen, das heißt, die können wir anklicken, hier die entsprechenden Formate auch klicken, also das, was wir brauchen, das, was jeder Trader für sich heraussuchen möchte, kann er sozusagen ranholen über diese kostenlosen Zugänge und dann beispielsweise hier einfach mal draufklicken. Ich habe jetzt einfach mal nur draufgeklickt und da sehen wir sozusagen hier an dieser Stelle die aktuellen Daten, die wir uns reinholen können. Und was hier an dieser Stelle wichtig ist, ist halt, wie sich sozusagen die Positionierung dieser kommerziellen Händler, also dieser Commercials, verändert. Ja, das ist wichtig. Das heißt, was wir hier brauchen oder die Informationen, die wir heraussuchen können, ist einfach,
Wir wissen ja, dass die Commercials den Markt machen. Die Commercials kennen sehr, sehr genau, wie das aktuelle Angebot und die Nachfrage ist. Und in diesem Punkt folgt das clevere Geld dem großen Geld. Das heißt, die Daten, die wir hier aus dem COT-Report rausbekommen, die sind ja immer nachhaltig. Das heißt, das, was dort steht, haben die Commercials ja schon längst gemacht. Aber aus diesen, sag ich mal, Bewegungen, die dort passieren, passiert halt dann am Ende mit dem Rohstoffpreis auch etwas. Und das ist jetzt nicht etwa in einem Tag zu Ende, sondern das bringt uns häufig Bewegung, starke Bewegung in die eine oder andere Richtung. Und das ist das, wo man sagt, das clevere Geld folgt dem großen Geld. Das heißt, das große Geld zeigt uns, was es macht, und das clevere Geld folgt dem Ganzen dann. Das heißt, wir wissen, es ist gut, die Zahlen zu kennen, aber besser ist es, das Verhalten der Commercials zu verstehen. Und in diesem Punkt muss man einfach genau wissen, worauf es denn ankommt. Also, wenn die Commercials plötzlich beispielsweise von der Long- auf die Short-Seite wechseln, ja, dann heißt das jetzt nicht, dass die Preise fallen, weil die Short gehen. Das ist ein völlig falscher Kontext im Kopf. Das Verständnis für die Commercials ist ein komplett anderes. Der Commercial, hier in dem Moment die Verkäuferseite, also die Produzenten, das sind ja die Verkäufer, die bedienen sozusagen die Rohstoffnachfrage, ja, also die verkaufen. Das heißt, im Future sind die zumeist short, weil die stehen ja auf der Verkäuferseite. Ja? Und das ist halt etwas, das ist so sozusagen von der Begrifflichkeit her wirklich zu sehen, wenn die short sind, bedienen die einfach nur den Markt. Punkt. Ja? Und das ist wichtig zu wissen. Und wenn wir hier eine Veränderung der Nettopositionierung bekommen, das sind extrem wichtige Ausschlagpunkte, denn diese Situationen, das sind die Marker, an denen wir wirklich Aufschluss über mögliche Richtungswechsel bekommen können, beziehungsweise hier frühzeitig mögliche Trendwenden erkennen können. Und das sind halt Fakten, die können wir aus den COT-Daten rauslesen und uns als Händler entsprechend auf die neue Situation auch einstellen. Ne? Und das ist halt wichtig, dass wir hier wissen, wann ändern denn die Big Boys ihre Richtung, wann ändert sich dort etwas. Und wenn wir dann sehen, das passiert auch im Chart, dann haben wir die Situation, dass wir mit einem oft relativ geringem Risiko in eine neu beginnende Bewegung in die Gegenrichtung einsteigen können und uns dort frühzeitig positionieren können. Und das ist ein sehr, sehr, sehr großer Vorteil, das Ganze hier mit dem COT-Bericht. Das heißt, an dieser Stelle wollte ich heute einfach mal die kleine Chance nutzen, weil wir da auch Nachfragen bekommen haben, so ein bisschen zu zeigen, was ist der COT-Report, weshalb ist es wichtig für den einen oder anderen Trader, natürlich nicht für jeden Trader, aber warum ist es wichtig, hier an dieser Stelle auch darauf zu schauen, was die Großen machen und das Ganze dann ins Trading mit reinzunehmen. Das ist übrigens auch extrem interessant für die Händler, die jetzt nicht im 5-Minuten-Chart traden, das heißt das reine Daytrading machen, sondern für die, die das Ganze auch im nebenberuflichen Bereich machen, weil diese Bewegungen, die dort entstehen, die laufen natürlich auch immer eine gewisse Zeit, die sind in der Regel nicht von jetzt auf sofort zu Ende. Und da kann man sich schön in einem Swing Trade entsprechend positionieren und das Ganze ganz in Ruhe laufen lassen. Wie schon gesagt, der Martin, der wird auch hier immer mal Setups vorstellen, wenn wir ein interessantes Setup haben. Das habe ich mit ihm abgesprochen, dann sagt er mir Bescheid und dann nehme ich ihn in unsere Freitagswebinare auch immer mal kurz mit rein. Ansonsten, wie schon gesagt, da wird es nächstes Jahr noch ein intensiveres Webinar dazu geben, wie der Martin entsprechend damit umgeht. Aber für die Grundinformationen für Sie zum Nachhausenehmen ist es halt einfach wichtig, schauen Sie, was diejenigen machen, die den Markt bewegen, und richten Sie sich danach aus. So machen wir es ja auch im Währungsbereich jeden Tag hier an dieser Stelle oder auch in den Indizes. Und damit sage ich mal mit diesen Informationen allen gute Trades, ein schönes, entspanntes Wochenende. Genießen Sie den Nikolaustag und wir hören und sehen uns dann nächste Woche Montag wieder. 8.30 Uhr geht es in die Live-Sendung rein. Den Blog gibt es wie immer vorher. Guter Wahrscheinlichkeit schon Sonntag, aber da informiere ich direkt hier bei uns auch auf der Facebook-Seite von Tickmill Deutsche. Danke für die Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.